Der Rauswurf des umstrittenen Staatssekretärs im Wirtschaftsministerium muss noch nicht das Ende dieser Causa sein. Auf Minister Habeck könnte nämlich im Zuge der sogenannten Greichen-Affäre weiteres Ungemach hinzukommen. Zwar versuchen die Grünen, die Reihen zu schließen und die Arbeit am Heizungsgesetz wieder in den Vordergrund zu stellen. Doch so einfach lässt sich die Opposition nicht abschütteln. Kommenden Mittwoch will sich zudem der Wirtschaftsausschuss des Bundestages erneut mit dem Habeck-Ressort beschäftigen. Und dann ist da noch ein weiterer Staatssekretär, der wegen Compliance-Auffälligkeiten ebenfalls für Schlagzeilen sorgt. Angefasst, aber entschlossen, schreitet der Wirtschaftsminister zu den Mikros. Auch Robert Habeck muss jetzt einsehen, sein umstrittener Staatssekretär Greichen ist nicht mehr zu halten, nachdem noch ein weiterer Vorwurf obendrauf kommt. Es ist der eine Fehler zu viel. Deshalb habe ich heute diese Entscheidung getroffen. Es ist eine weitreichende, schwere Entscheidung. Weitreichend für mein Haus, schwer für mich und sehr hart für Patrick Greichen. Neu ist, Patrick Greichen soll im November vergangenen Jahres eine staatliche Förderung für den Berliner Landesverband des BUND gebilligt haben, in Höhe von 600.000 Euro. Das Problem, seine Schwester Verena Greichen sitzt im Vorstand der Umweltschutzorganisation. Zuvor hatte Greichen bereits seinen Trauzeugen als neuen Chef der bundeseigenen Energieagentur DENA mit ausgewählt. Außerdem steht er wegen weiterer familiärer Verflechtungen massiv in der Kritik. Seine Entlassung notwendig, sagt die Organisation Transparency. Sie sieht aber auch ein Problem bei Robert Habeck selbst. Offensichtlich fehlt es an Sensibilität für Interessenkonflikte und für den Umgang der Interessenkonflikte. Es gibt nicht ausreichend Transparenz in bestimmten Situationen. Und das hat sehr viel mit Kultur, mit Integritätskultur zu tun. Und das muss von oben gelebt werden. Und das ist tatsächlich eine Aufgabe für den Minister selbst. Auch wenn Greichen jetzt entlassen wird, verdient er wohl immer noch üppig. Für 3 Monate gibt es im einstweiligen Ruhestand weiter das bisherige Gehalt. Bei Staatssekretären sind das rund 15.000 Euro im Monat. Später erhält er noch gut 70% der Bezüge monatlich. Alles bezahlt vom Steuerzahler. Also da würde sich der Durchschnittsrentner in dieser Republik, der würde wahrscheinlich Dankgottesdienste in Altötting veranstalten, wenn er diese Bezüge hätte, die nun Herr Greichen bekommt. Und das ist eigentlich aufgrund des Fehlverhaltens, das dem zugrunde liegt, schon sehr, sehr bedenklich. Wer nach Greichen als Staatssekretär im Wirtschaftsministerium folgt, will Habeck noch nicht verraten. Nur so viel. Also ich würde ihn nicht meinen Trauzeugen jetzt als Staatssekretär berufen. Laut Bild ist der derzeitige grünen-nahe Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller unter den Favoriten als Greichen-Nachfolger. Er müsste dann das umstrittene Heizungsgesetz voranbringen.